Guten Morgen, Freunde der kleinen Spuren. Ja, heute ein kleines Ostermontag-Fahrtag. Ich habe mitgebracht die 3016 oder den 3016, den Schienenbus alleine. Den habe ich schon vor einigen Jahren gekauft, das ist schon ein paar Tage her. Aber sie haben nicht so oft Auslauf. Ihr wisst, ich habe noch keine Anlage, die ist geplant. Und das wird auch dieses Jahr realisiert werden. Aber heute einfach nur mal fahren auf einem Stückchen Schiene. Der ist eigentlich im ganz ordentlichen Zustand. Ich weiß nicht, wann ich den gekauft habe. Das ist bestimmt schon 5 Jahre oder so her. Und er fährt eigentlich ganz gut. Da habe ich mir jetzt auch gedacht, dass es keine Überraschungen gibt. Mit dem Fahren. Ja, und hier habe ich jetzt eine Baureihe 75. Das ist die Märklin Artikel Nummer 3313. Die habe ich vor 4,5 Jahren mal gekauft. Und ja, da ist leider ein kleines Missgeschick passiert. Die Pfeife ist abgebrochen. Das Messingteil, aber das habe ich noch. Das liegt da drin. Und ja, ich weiß nicht, ob man es ankleben kann. Ich habe es noch nie probiert. Vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich. Das könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob man das mit Sekundenkleber ankleben kann. Also vorsichtig irgendwie, dass man ja, quasi so eine Spitze nur da drauf macht. Ich weiß es nicht, ob das funktionieren sollte. Ansonsten ist das eine wunderschöne Lok. Und die hat offenbar auch einen elektronischen Umschalter. Ich finde die traumhaft. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein. Und wünsche euch noch einen schönen Ostermontag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.